Liebe Gebertrüff-Stiftung, ich freue mich, Ihnen in diesem Clip das Produkt aus dem Projekt mit digitalen Medien, das Lernen lernen und den Final Impact aus diesem Projekt vorstellen zu dürfen. Das Produkt ist eine Lernwerkstatt. Die Lernwerkstatt heißt How to Study. Dieser Name How to Study bringt den Kernpunkt der Werkstatt auf den Punkt. Sie soll neue Schülerinnen und Schüler, also Erstklässlerinnen und Erstklässler, die an unsere Schule eintreten, lernen, mit digitalen Medien an unserer Schule zu arbeiten, sozusagen in den digitalen Campus der Schule einzuführen. Die Werkstatt ist auf Moodle, einem Learning Management System, angelegt. Der Name How to Study ist aus einem Schülerwettbewerb entstanden. Im Hintergrund meines Bildes erkennen Sie das Logo dieser digitalen Lernwerkstatt. Auch dieses Logo wurde von Schülerinnen und Schülern entwickelt im Zusammenhang mit einem Wettbewerb. Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen, die ganz neu an unsere Schule eintreten, werden also durch ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in diese Lernwerkstatt eingeführt. Und wenn Sie sich in Moodle einloggen und auf die Plattform gelangen, finden Sie hier 6 Kacheln. Die 7. Kachel, hier genannt mit Peer Support, ist nur für Jugendliche, die im Zusammenhang mit Peer Support der ersten Klassen arbeiten, sichtbar. Für alle anderen Erstklässlerinnen und Erstklässler ist sie nicht sichtbar. Hinter jeder dieser Kacheln verbirgt sich nun ein Thema. Beispielsweise hinter Apps und Clouds finden die Jugendlichen Anleitungen zu verschiedenen Apps, die wir Lehrpersonen im Unterricht häufig gebrauchen, und zu Ablageclouds, die die Jugendlichen für ihre Unterrichtsunterlagen anwenden sollen und können. Hier ist sie, diese Kachel geöffnet, Apps und Clouds. Sie besteht aus verschiedenen interaktiven, multisensorischen Einheiten. Da kann ich gleich noch etwas mehr dazu sagen. Und am Schluss eine Lernkontrolle zu den von den Schülerinnen bearbeiteten Unterlagen. Multisensorisch und interaktiv deswegen, weil in jede Kachel kleine Clips, Videoclips eingebaut sind, die ebenfalls von Schülerinnen und Schülern entwickelt wurden, und weil in jede Kachel Lernkontrollen, interaktive Lernkontrollen stattfinden, die die neuen ersten Klassen testen, inwiefern sie diese Inhalte, die in den Clips oder den sonstigen Texten dargestellt sind, erfasst haben. Auch Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer finden auf dieser Lernwerkstatt Anweisungen dazu, wie sie mit ihrer Klasse die digitale Lernwerkstatt bearbeiten können. Im Herbst des Schuljahres 2022/23 wurden dann alle ersten Klassen durch ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in die Lernwerkstatt eingeführt. Alle Klassen haben mindestens 4 der 6 vorgeschlagenen Kacheln bearbeitet. Vor den Weihnachtsferien starteten wir mit einer Evaluation, welche vor den Sportferien abgeschlossen war. Aufgrund dieser Evaluationsergebnisse können wir sehr schön zurückschließen, was der Final Impact dieser Lernwerkstatt ist. Eine der wichtigsten Rückmeldungen aus dieser Evaluation ist diejenige der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Diese Lehrpersonen haben uns zurückgemeldet, dass sie wesentlich entlastet wurden in ihrer Betreuung der Jugendlichen im Zusammenhang mit IT. Dieselbe Rückmeldung erhielten wir vom technischen IT-Support. Zur Rückmeldung der Jugendlichen: etwa ein Viertel der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler waren sehr froh um die Werkstatt. Die Hälfte der Jugendlichen waren mäßig zufrieden, weil bei ihnen ein Teil der Inhalte bereits bekannt war, und etwa ein Viertel der Jugendlichen fand, dass die Werkstatt wenig Neues gebracht habe. Einen ausgezeichneten Impact hat die Werkstatt jedoch im Zusammenhang mit der Entwicklung des Peer Supports für die Schülerinnen und Schüler. Während der Arbeit an der Werkstatt rekrutiert nämlich die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihren eigenen Peer Support für ihre Klassen. Diese Peers unterstützen auch in Zukunft ihre Klassenkolleginnen bei Problemen mit dem iPad oder sonstigen IT-Fragen. Die Peers, also das sind wiederum diese Schülerinnen, werden im kommenden Schuljahr in den neuen ersten Klassen ebenfalls als Göttis bereitstehen, bis diese neuen ersten Klassen, also im Schuljahr 2023/24, wiederum einen eigenen Peer-Support aufgebaut haben.
Also damit ist die Werkstatt wirklich eine ausgezeichnete Werkstatt im Zusammenhang mit Multiplikationseffekt. Das Wissen also, dass sich Jugendliche bei der Entwicklung der digitalen Lernwerkstatt oder bei ihrer Arbeit an der digitalen Lernwerkstatt erworben haben, werden sie an ihre Peers weitergeben, beispielsweise an Jugendliche der eigenen Klasse oder an Jugendliche der nächstfolgenden Klassen. Ich komme nochmals zurück auf die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit, was hat es ihnen gebracht, diese digitale Werkstatt? Es zeigt sich, dass wir Verbesserungen anbringen müssen. Wir müssen gewisse Kacheln straffen und wir werden ein formatives Assessment einbauen, so dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bereits in bestimmten Punkten einen sehr weiten Kenntnisvorsprung haben, bestimmte Themen weglassen dürfen. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist im Zusammenhang mit der Verbesserung für das neue Schuljahr 23/24, ist die Verstärkung der Arbeit an der Schulkultur. Es sind dies drei Kacheln, die sich vornehmlich mit dieser Schulkultur auseinandersetzen: die Kachel Gesundheit, Digikodex und Arbeit mit dem iPad. Hier werden wir wiederum Schülerinnen und Schüler beiziehen, um diese Kacheln noch attraktiver für die Jugendlichen zu gestalten. Außerdem wollen wir neue Kacheln mit neuen aktuellen Themen entwickeln und aufschalten, Themen, die für höhere Klassen interessant sind. Beispielsweise recherchieren im Netz und Quellenangaben, schreiben von Berichten oder auch ganz konkret Angaben zur Maturarbeit, welche dann in der vierten Klasse ansteht. Damit verabschiede ich mich und ich freue mich auf die Rückmeldung auf dieses Projekt.